Was gesagt, meine Seafighter Hoser hier, und heute machen wir das neue Event von Goku auf der japanischen Version. Dieses Event habe ich noch nie gemacht, wir werden es heute zum ersten Mal machen. Ich habe es auch noch nirgends gesehen, also mir gar nicht angeguckt. Was ich lediglich weiß ist, wir werden an sich komplett gegen die ganzen Transformationen von Goku kämpfen und die Schwierigkeit dieses Events gleich dem eines Super Battle Roads. Also das ist das Interessante eben. Ich bin echt aufgespannt, wie schwierig das sein wird. Das sind, glaube ich, die Stages, die uns erwarten. 8 Stück. Und pro Stage gibt es, glaube ich, 5 Stones. Ich meine, das werden wir im Endeffekt dann wissen. Dieses Event hier ist zum Goku Day erschienen. 9.5. Ihr seht das. 9.5. Warum heißt ist das der Goku Day? Weil japanisch hört sich 9.5. ausgesprochen an wie Goku. Deswegen ist es das, ja, Goku Day und wird wirklich groß zelebriert in der Dragon Ball Community. Ich werde das Event nicht unterschätzen. Ich weiß nämlich nicht, also ich bin gespannt wegen der Schwierigkeitsstufe. Ich werde deswegen mal einen Tank mit reinnehmen und mein Pure Saints Team nehmen. Wir können auch Items nutzen. Okay, interessant. Ich habe nämlich drauf, logischerweise, warte, super, da kann man auch Items nutzen. Ich habe es gerade verwechselt. Warte, dann nehme ich mal Classic Super Battle Road Items, die ich so mitnehme. Weil ich will das echt nicht unterschätzen. Ich bin drauf gespannt, wie das Event sein wird. Und dann mache ich das Ganze mal so. Boom. Und was nehme ich noch zur Sicherheit? Soll ich Chi-Chi mitnehmen? Ja, komm. Ja. Okay, let's go. Machen wir das Ganze mal so. Okay, Freunde. Ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Wenn ihr aber das Event schon geschafft habt. Wenn ihr das Event schon geschafft habt, dann könnt ihr mich gerne wissen lassen, wie ihr es fandet von der Schwierigkeit her. Hattet ihr Probleme im Prinzip in dem Sinne? Und mit welchem Team habt ihr es geschafft? Ich bin echt... also ich werde das nicht unterschätzen, deswegen habe ich direkt mal mein Eskalationsteam mitgenommen, Pure Saints Team. Habe schön Tank noch mit rein gehabt, zusätzlich zu den Vielfachen natürlich, die wirklich eskalieren. Und ansonsten bin ich echt auch gespannt, was mit dem Event auf sich hat. Erste Stage, Kämpfe gegen Goku, sollte machbar sein, aber ich glaube ab Super Saiyan 3, wenn wir uns so zu Goku Blue bewegen, wird es sicherlich interessanter und auch... Oh, okay, warte mal. Warum? Oh, ich dachte eigentlich, Goku fetzt den zur Seite. Ich meine, okay, was, hat Goku 1,5 Millionen gemacht und er hat es trotzdem überlebt? Oh mein Gott, tatsächlich. Vegeta hat gerade 1,8 gemacht und er hat es trotzdem überlebt. Habe ich das richtig gesehen? Und es geht dann direkt weiter. Das ist das Geile. Schaut mal. Boom! Ah, er ist zu Super Saiyan geworden und erinnert auch seinen Typus. Oh. Okay. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir haben auch Items, logischerweise, aber ich versuche es mal weitgehend ohne Items. Wenn ich Items nutzen muss, werde ich es natürlich nutzen, auf jeden Fall. Vor allem, wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und, falls ihr neu seid, dürft ihr dem Ganzen auch gerne ein Abo da lassen. Vielen Dank für die Unterstützung. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall. Über jeden bin ich dankbar. Und, ja, ich weiß, guck mal, die Sache ist die, ich werde in den Kommentar anpinnen oder vielleicht am Ende des Videos hinzufügen, falls es irgendeine Information gibt, die wir jetzt aus dem ersten Walkthrough nicht sehen. Beispielsweise, wenn irgendein Charakter oder irgendeine Kreatur so effektiv dagegen ist. Ich schließe es eigentlich aus, aber ich mache es halt. Das Event kam live und ich habe mich hingesetzt und ich bin einfach reingegangen. Ich hatte Bock drauf, deswegen habe ich mich nicht so arg drüber informiert, was mich hier erwartet. Aber falls eben, falls es so Insider-News gibt oder, was heißt Insider, sondern falls ich irgendwas überlesen habe oder so, dann werdet ihr das ja in irgendeiner Art und Weise schon von mir hören. Falls eben irgendwas effektiv dagegen ist oder so, aber ich schließe es eigentlich aus. Genau. Ich habe zwar dreifach Vegeta mitgenommen, aber ich glaube in den Oh! Diese Stage, dieses Event ist perfekt für die Transforming-Charaktere. Wisst ihr warum? Weil wir kämpfen die hintereinander. Es kommt nicht zu einem Reset. Und siehst du, darum heißt, die Charaktere bleiben so, wie sie sind. Heißt, Transforming Vegeta bleibt in seiner Endform. Transforming Goku, Freezer, Super Vegito und so weiter und so fort. Oh mein Gott! Also Super Vegito wäre für dieses Event... richtig gut. Nachdem man nämlich die Stufe erreicht, Super Vegito, dann kann er die ganze Zeit kontern. Ah, das Event gefällt mir. Und in Zukunft wünsche ich mir, dass es diese Art von Event auch mit anderen Charakteren gibt. Zum Beispiel mit den ganzen Transformationsstufen von Vegeta, mit den ganzen Transformationsstufen von Freezer und so weiter und so fort. Ey, das ist geil. Die Active Skills, die hebe ich mir auf jeden Fall auf. Aber die Frage ist jetzt, wie gut werde ich das verkraften? Wie gut tanken meine Charaktere das?
Schauen wir mal. Also bis jetzt macht es echt Spaß. Und die Stones sollte es auf jeden Fall. Und das spielt auch für Vegeta eine Rolle, weil Vegeta musste erstmal seinen Angriff steigern und Goku steigert seine Verteidigung. Geil. Jedenfalls, die Stones gibt es sicherlich nur einmalig durch die Missionen. Ihr müsst das einmalig schaffen, die Stages, und dann bekommt ihr pro, ich glaube, pro Runde, die ihr schafft, bekommt ihr einen Stone. Werden wir im Endeffekt dann sehen, Freunde. Aber es hat mich gerade echt gehypt, das Event. Das hype mich gerade übel auf, das ist richtig geil. Also, okay. Ich bin gespannt. Goku tankt nämlich sehr, sehr gut. Ich will das Event aber nicht unterschätzen, auf gar keinen Fall. Deswegen sollte ich vielleicht langsam den Treffer Vegeta reinhauen. Ja, vielleicht auch nicht. Evo wird vielleicht viel Schaden bekommen, aber das ist an der Stelle mal nicht so schlimm vorerst. Denn ich wusste, dass der Supertrick auf mich schadet. Und wie viel ist das? Okay, das ist doch schlimm. Ich hätte den Treffer Vegeta nach links stellen sollen, aber nicht schlimm. Ich will nämlich, verdammt! Ich hätte den Treffer Vegeta vielleicht für diese Runde echt drin lassen sollen, weil der Vegeta, der hier, der wird zu Gott Vegeta und bekommt dann Over the Flash für die eine Runde. Heißt, der hätte dann keine Probleme mit dem Ki. Ey, das gefällt mir, das Event. Der ist ja immer übel tanky, macht auch gut Schaden, muss echt aufpassen, sehr schön. Also auf jeden Fall, wenn das Event reingeht, euer bestes Team. Schaut auf jeden Fall, dass auch eure Charaktere defensiv stark sind. Und das freut mich. Wir brauchen defensiv starke Charaktere. Die Sache ist jedoch, ich rede gerade die ganze Zeit über Super Saiyan 3 Vegeta. Nach dem Ise hält seine, für 10 Runden hält das an. Seine 80% Damage Reduction. Also ich muss drauf achten. Wenn die weg ist, dann, ey, die kann auch legit, oh mein Gott, die kann legit demnächst weg sein. Dann wird er mir ein Dorn im Auge vielleicht auch. Oh, der Konter. Oh mein Gott, was mit Vegeta habe ich jetzt vergessen? Haben wir schon 10 Runden? Nee, ich glaube nicht. Ah, nee. Weil ich habe noch nicht Transforming Vegeta, das letzte Stufe. Also Transforming Vegeta, das letzte Stufe, kommt, glaube ich, Runde 9? 7 oder 9? Freikopf. Ey, Freunde, das Event kam live. Ich bin aufgewacht, ich habe mich hingesetzt. Ich sehe auch total verratzt aus wahrscheinlich. Sorry dafür. Bin auch ein bisschen verpeilt. Sorry dafür. Aber GG, wir schocken das schon. So, jetzt, das habe ich gemeint. Oh mein Gott, warte mal. Kriege ich da gute Orbs irgendwie? Wer hat eine Verteidigung Evo? Oh mein Gott. Yeah. Natürlich mal Boy Transforming Vegeta. Ich hole mal mit Evo die runter. Die lasse ich für den auf der linken Seite. Auf der rechten Seite. Soll ich mich healen? Ich habe legit ein bisschen Angst davor. Ja, aber ich glaube. YOLO. Ich glaube, das sollte ich überleben, weil die Charaktere sind auch ziemlich tanky geworden. Habe ich vorhin auch gesagt, aber gut Charme bekommen aus der Super Attack. Aber Evo, Vegeta soll jetzt auch übel tanky geworden sein. Aber. Wäre mir trotzdem lieber, wenn er Transforming Vegeta ultet. Jetzt habe ich halt den anderen da rausgehauen, leider. Aber war vielleicht. Ich meine, nächste Runde hätte er wieder Prepare for Battle, aber nicht schlimm. Der bekommt dann nichts und hat dann Over the Flash. Ja, GG. Aber ja, so wegen den Keys habe ich jetzt Gott sei Dank hinbekommen, den so rauszurotieren. Aber das ist gut, dann habe ich nämlich zweimal, weil es wäre. Ich werde darauf achten, dass dieser. Dass die Transformation geht, dass. Moment. Dass ich die jeweils die letzte Stufe in verschiedenen Rotationen trigger. Aber ich habe Loki ein bisschen Angst. Ich würde gerne eigentlich ein Item aktivieren. Komm. Hier, ich gehe auf Nummer sicher. Ich will das schaffen. First Try. Der will Super Saiyan 3 Vegeta, macht mir Angst. Ja, oh mein Gott, ich habe total vergessen. Eine 10. Runde, das ist demnächst. Da verliert er das. Bam, Junge. Mit dem bösen Blick von Kakaroto. Ah, ihr seht die Super Saiyan 4 Rotation. Sowohl offensiv als auch defensiv. Astrein. Die sind astrein, Freunde. Die Vierfachen sind gestört. Und in dem Pure Saints Team umso brutaler. Und jetzt spielen eben diese Charaktere eine Rolle, die sowohl offensiv als auch defensiv stark sind. In dem Event, ich meine, das Event, ganz ehrlich, ja, ich habe zwar jetzt nicht so allzu viele Probleme, aber wir sind noch nicht mal fertig. Wir sind erst bei Super Saiyan 3. Danach kommt noch Goku, Goku Blue, Ui. Wie viel kommt da noch? Wartet mal. Wie viel kommt da noch? Bitte? Kommt da legit noch Goku, Goku Blue,
UI sein und ein Ultra Instinct. Ich habe gerade. Das sind dann vier. Wir hatten gerade Baseform, Super Saiyan, Super Saiyan 2. Tatsächlich, oh mein Gott. Oh mein Gott, und wir strugglen jetzt schon ein wenig. Doch, wir strugglen legit. Also, was heißt strugglen, aber. Also, einfach ist es nicht, sage ich mal gerade. Wisst ihr, was ich meine? Ey, ich heul gerade. Das Event macht so Spaß. Oh mein. Jetzt muss. Her damit. Mit dem Dokkan-Mode. Oh mein Gott. Oh, nicht ganz, nicht ganz. Krieg ich Red Strength Ops? Nee, aber für den krieg ich Blue Ops. Okay, das reicht. Jetzt bin ich drauf gespannt, wie Shani fließen wird. Der Friend hat drei Dupes gehabt. Ich habe leider die vierfache Rotation jetzt aufgehoben, aber die Ops soll ich auf jeden Fall dem Boy geben. Und ich bin auch Full Life. Das Event bockt sich verdammt. Geil. Selten so. Warte, Moment. Lange nicht mehr so Spaß gehabt bei einem Event von Dokkan Battle. Ohne Spaß. Richtig geil. Und jetzt Vegeta. Leider ohne Support, aber was kommt auf dem Radar? Also, ganz ehrlich, Potara Team wäre hier richtig geil. Wegen Vegito vor allem. Das ist LR Vegito. Und? Wir haben Dokkan-Mode. Ich hätte unten gucken sollen. Ich habe nicht unten geguckt. Wir wollten auf den Radar achten, aber nach dem Dokkan-Mode wird es unten angezeigt. Vergessen, egal. Nicht schlimm. Die Active Skills werde ich mir aufheben. Aber jetzt habe ich leider die vierfache Rotation gebrochen. Ey, der Super Saiyan 3 Vegeta macht mir Angst. Ich hätte den vielleicht nicht mit reinnehmen sollen. Der verliert nämlich jetzt seine Tankiness. Was ist das? Ich habe noch was für dich. Boom! Und das ist jetzt das, was ihr gleich merken werdet, was ich damals, oh mein Gott, was für eine schöne Rotation. Das ist damals, was ich damals gut geredet habe bei Transforming Vegeta. Na, die Transforming Charaktere haben ja, wenn sie ihre letzte Transformation erreichen, diesen Eskalations-Passive. Die gehen da all out. Bei Vegeta ist aber, danach ist er trotzdem noch gut. Danach ist er trotzdem noch gut. Sowohl offensiv als auch defensiv. Freezer und Goku haben keine Defensive mehr danach. Also, Vegeta hat es dann auf jeden Fall, in der letzten Transformation für mich, also vom Vorteil, weil er eben danach noch gut ist. Er hat noch seine Offensive und Defensive. Der verliert ihn nicht. Das ist geil. Oh mein Gott, was ich. Der dreifache Vegeta. Oh, was habe ich gemacht? Der wird so viel Schaden bekommen. Okay, der hat immer noch. Okay, 10 immer noch gar nicht erreicht. Okay, gut. So, boom, das. Ich wollte für vierfachen die Orbs einnehmen. Der ist immer noch offensiv, defensiv stark. Fertig. Muss mir keine Sorgen um den machen. Das kommt auf dem Radar, damit ihr wisst, wovon ich rede. Defensive kann ich gleich auch nachschauen. Hier, 2,19, easy going. Easy, boom! Mit der Faust. Ja, komm mal ran. Das Event ist so gut gemacht. Oh, ich dachte gerade, was kommt. Okay, Evo Vegeta. Der ist jetzt böse auf Goku. Der ist auch böse auf Kakaroto. Goku Blue, bam! Oh mein Gott, was ist das für eine schöne Rotation, Freunde, bitte. Das kann man 173.000 Verteidigung. Transforming Vegeta. Das ist das, was ich meine. Oh mein Gott, richtig geil. Wir müssen mal gucken, dass wir FIFA wieder zusammen bekommen. Das Event ist so genial. Endlich sieht man mal die Sachen, die man sehen will. Diese ganzen Transforming-Charaktere, dass sie ihre letzte Stufe erreichen, dass man mit der letzten Stufe nicht drum spielt, dass man nicht absichtlich Schaden bekommt, sondern dass man einfach auch drauf aufpasst, dass man die auch noch richtig platziert und sowas. Aber jetzt, wo ich das Event sehe, ohne Spaß, Vegito. Erst, wenn mit dem Kopf kam, Vegito rein, bam, links, rechts, kontern. Vor allem, wenn euer LR Vegito auch Cubes hat. Ich hab übertrieben Angst vor Super Saiyan 3 Vegeta. Ja, habt ihr es gesehen? Die erste Schnelltag wurde übersprungen. Ist oft so, seit langem schon so. Aber wir machen halt legit kaum noch, also quasi als kaum, aber ihr merkt es, wird immer weniger schauen. Boah. Okay. Item einsetzen, ja, nein. Ich will das gewinnen. Ich gehe auf Nummer sicher, komm. Ich will das gewinnen, legit. Wenn jetzt, ich weiß nicht, FIFA Vegeta, ich glaube auch, bei ihm würde es auch wehtun, wenn er eine Super Attack bekommen würde. Ich will auf Nummer sicher gehen, auf jeden Fall. Ich will das halt Hauptsache gewinnen. Und die Sache ist auch, darf ich was erzählen?
Jetzt, das wird krank, die Plays. Ich weiß jetzt nicht, von dem, was ich erzähle, wann ihr das sehen werdet. Indem ich das ganz aufnehme, warum bin ich sofort, also warum habe ich das sofort zum Start aufgenommen? Mehr oder weniger. Weil, indem ich das aufnehme, wurde JP Platz 1. Heute ist der 9.5. Goku Day. Wir haben 3 Stones bekommen. Nach dem Event bekomme ich auch Stones. Und nach dem Event komme ich dann noch auf einen Multi bei Alec, Khalifa und Kale. Aber Alec, Khalifa und Kale geht legit, indem ich das Ganze aufnehme, in den nächsten 23 Minuten offline. Das Banner. Deswegen bin ich drauf gespannt. Ich hab's euch gesagt, ich weiß, wann ihr das sehen werdet, dann quasi den Summon, den letzten Multi. Ich habe nämlich noch ein paar Summon aufgenommen für Alec, Khalifa und Kale. Oh, guck mal. Was? Wie viel Schaden ich bekommen habe. Gut, dass ich das Ding aktiviert habe. Genau. Oh mein Gott, ich habe übel viel Schaden bekommen. Das ist, was ich meinte. Deswegen habe ich auch ein bisschen, muss ich ein bisschen auf mehr ein mit dem Event, aber das Event ist übel langsam. Weil vor 10 Uhr nehme ich das Ganze auf und wie gesagt, muss ich da noch ein Multi raushauen. Schaff mir. Let's go, Freunde. So viel zu den Insider-News. Was ist da los? Okay. Ah, ich sehe 1,7. Evo, wie geht's, mein Boy? Mit einem Dupe. Einem Dupe. Kämpfe in der letzten Phase zweimal gegen Inz. Guck mal, 2,65, genau das. Dann wird Transform geht da wichtig sein, wenn das der Fall ist. Ich habe auch noch meine Active Skills. Verdammtes Goku Tank, ey. Oh mein Gott, was habe ich für ein Item aktiviert? Ah, Ding. Ja, okay. Jetzt, so ein Roboter. Ja, man kann, by the way, nicht zielen, stunnen, man seinen Angriff nicht senken, sondern sofort, man kennt es. Aber jetzt sollte das Goku hier schaffen, hoffentlich. Und. Ich glaube, dreifache Vegeta. Ich sag es gerade die ganze Zeit, aber ich warte gerade einfach nur drauf, bis er boom Schaden bekommt, weil sein Damage-Lux sollte weg sein. Der sollte die Damage-Lux nicht mehr haben. Also der wäre. Oh mein Gott! Transform Vegeta wäre, glaube ich, ist, glaube ich. Transform Vegeta nicht. Dreifache Vegeta ist nicht so eine gute Wahl, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise in den 10 Runden hat das gut gecarried. Wenn ihr danach Items einsetzt, dann passt das für total. Ja, komm. Wir wollen ja auch nicht so schlecht reden. Aber habt ihr es gesehen, wie viel Schaden Goku bekommen hat? 200.000. Unglaublich. Nice, Vegeta. Sehr wichtig. Und jetzt? Uisai und dann Ultra Instinct Goku. Willst du mir das erzählen? Oh mein Gott. Die haben den einfach Strength Type gemacht. Wie geil der aussieht als Strength Type. Findet ihr nicht? Wisst ihr, was ich machen werde, aber? Ich muss ein Item aktivieren. Ich werde übertrieben gut Schaden bekommen. Aktiviere mal ein Chi-Chi hier. Nein! Nein! Chi-Chi bringt nichts. Ich kann seinen Angriff nicht senken. Falsches Item mitgenommen, seht ihr? Aber jetzt wurden wir schlauer. Chi-Chi bringt nichts. Ich kann seinen Angriff nicht senken. Das ist kein super Battle Road. Ah, ich hätte lieber total auf. Ich hätte lieber. Ja, nein. Schaffen wir das? Ich hätte lieber mehr Heal mitnehmen sollen. Ich habe gar keinen Heal mehr. Ich hätte lieber Heal mitnehmen sollen. Wir schaffen das nicht. I don't wanna know. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich hätte lieber Heal mitnehmen sollen. Das kann es doch nicht sein. Verdammt. Egal, stopp, stopp. Oh mein Gott. Brauchen Doka-Mode. Ich heul gerade. Oh mein Gott! Ja, den lieber nicht mitnehmen. Nein! Ich wusste es! Oh mein Gott! Richtig geiles Event. Alles klar, Freunde, ich habe mich wieder hochgekämpft. Wir sind jetzt wieder gegen Ultra Instinct Goku. Ich habe das Team ein wenig geändert. Mein Setup, ja, ich habe es auch ein bisschen geändert. Doch, Paramus habe ich jetzt reingenommen als Supporter, einfach weil auch einen defensiven Boost gibt, statt den Super Saiyan 3 Vegeta. Dann habe ich als Trend ein 100% Evo Vegeta genommen, weil Evo Vegeta gibt ja 170% auf die Verteidigung und die HP, auf den Angriff nur 130%. Aber da die Verteidigung hier umso wichtiger ist, habe ich auf jeden Fall mich für einen Friend entschieden. Ich hätte auch eigentlich auch meinen Vegeta als Leader nehmen können, mein Evo Vegeta. Aber ich wollte dann nicht zweimal 130% haben, weil es sich vielleicht ein bisschen ziehen würde. Item-technisch habe ich jetzt, also Chi-Chi bringt ja gar nichts, das habe ich erst irgendwann dann gemerkt. Aber man kann seinen Angriff nicht senken. Ghost Usher, auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall Ghost Usher empfehlen. Double auf jeden Fall. Keiner weiß. Und
Ja, also gucken wir mal, wie es jetzt verläuft hier. Diese Runde sieht gut aus für uns. Wir haben gut Typenvorteil. Guck mal, Transform. Ah, das war sorry. Das war Evo Vegeta. Ich wollte gerade sagen, guck mal, wie gut Transform Vegeta tankt. Aber das war Evo Vegeta. Aber Transform Vegeta hat jetzt Typennachteil und tankt trotzdem richtig gut. Eine super. Nein! Okay, ja, Hauptsache Thales ist ein Angriff. Okay, und Thales ist zurückgefahren. Alles gut. So. Die Sache ist aber auch, ich muss verdammt nochmal aufpassen, weil ich werde Gokus Active Skill jetzt aktivieren. Wir kämpfen zwar noch gegen Ultra Instinct Goku, aber der ist vom Intypus. Und mein Goku, also Goku hat keine Dupes und so, der kann nicht kritten, deswegen. Hier haben wir Typenvorteil. Ich lasse den Active Skill mal hier raus. Wir hatten Paragus in der Rotation. Das ist mir auf jeden Fall eine Schadensquelle, die ich mitnehme. Aber ich muss eben auf den Dackel da hinten aufpassen. Der bekommt da gute, viele Angriffe und das wird wehtun. Lieber mal Whis. Ich. Wenn ich ein Ghost Ash. Ne, wenn ich. Also wäre natürlich gut, wenn ich meine Items bis Ultra Instinct Goku aufbewahren könnte. Aber wir sind ja noch nicht mal am Ende und es ist schon wirklich so deutlich schwer geworden. Das ist einfach nur richtig geil. Aber. Ein Team mit El Vegito wäre, glaube ich, hier Gold wert. Weil. Oder El Guita und oder. Oder beide in dem Joint Force Team mit LSTK, mit El Califion K, ist sicherlich auch sehr, sehr gut, weil die haben dann, wenn sie sich transformieren, haben sie noch quasi ihren Heal. Also El Vegito und El Guita werden in diesem Modus auf jeden Fall, ich will nicht sagen ihr Comeback feiern, weil sie waren nie weg, sie sind sehr, sehr gut, aber ihre Transformation. Ich hätte auch ausschauen müssen. Oh mein Gott, aber ihre Transformation wird auf jeden Fall jetzt endlich mal häufiger auftreten und einen schönen Sinn und Zweck haben. Ich glaube, ich werde wegen zwei Supportern da verlieren. Ich glaube, in diesem Modus sollte man gar keine Supporter mitnehmen, so wie ich das jetzt gesehen habe. Oh mein Gott, haben wir gut einkassiert. Oh, wir haben echt gut einstecken müssen. Puh. Eigentlich muss ich mit Evo Vegeta ulten, aber diese Orbs. Und das ist auch wichtig für den Dokomod, wenn ich hier mit physisch Vegeta einsammle. Don't wanna know. Ich mach's so, mega. Verdammt. Paragus wird mir ein Dorn im Auge sein. Vor allem gegen Ultra Instinct Goku gleich. Und Thales eigentlich auch, die werden sehr viel Schaden bekommen. Oh, der kann ja noch Dodge, damit total vergessen. Also normalerweise, ich glaube, hier sollte man. Ich glaube, man sollte hier ohne Support rein, sondern schöne Charaktere, die auch defensiv stark sind und offensiv. So scheint es mir auf jeden Fall. Na gut. Oh, sehr. Hast du mir einen Crit? Komm schon. Wie geht's da? Crit. Sehr schön. Danke. Wichtig. Transform Vegeta wird dann umso wichtiger gegen den gegen die letzte Phase, weil er einen Typenvorteil hat. Aber die anderen Charaktere, boah, das wird schwer. Das wird echt schwer, ey. Das wird echt schwer. Hoffentlich schaffen wir es. Okay, ich komm, let's go. Gut, Evo Gitter tankt sehr, sehr gut. Wir haben auch Typenvorteil. Das ist ja nur Logo. Goku ständig hier. Yes. Vegeta. Komm schon. Ich glaube nicht, dass Goku ihn umhaut, um ehrlich zu sein. Der wird das, denke ich, überleben. Auch wenn wir Typenvorteil haben. Ey, das Event ist so genial, es ist unglaublich. Gerne mehr davon. Ja, siehst du? Krank, oh mein Gott, wie nett. Ah, let's go. Aber wie geht da beendet das jetzt? Und dann kommen wir zu Ultra Instinct Goku. Jetzt, oh mein Gott. Oh mein, ich habe Angst. Oh mein Gott. Ich habe legit Angst. Der kann nämlich, der kann auch 100% dodgen. Jetzt überleg mal, der Duck. Alter, warte, bitte. Eigentlich will ich kein Item aktivieren, aber der Junge da hinten, der macht mir so Angst. Und Paragus macht mir so Angst. Verdammt, was mache ich? Paragus macht mir so Angst eigentlich. Also, Transform Vegeta wird sehr gut tanken. Wenn Evo Vegeta eine Ulti bekommt, wird es wehtun. Let's go. YOLO. Wir haben Dokamot nämlich. Vegeta! Okay, gut. Transform Vegeta hat die Super Attack bekommen. Aber ich glaube, das wird trotzdem gut Schaden machen. G-
glaube ich, trotzdem wegen dem Modus. Okay, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Annehmen. Sehr schön. Chainsaw geht da umso wichtiger. Und jetzt noch ein Doka-Mod. Bitte kritte mal, Boy. Bitte kritten sie. Wir haben hier nämlich. Boom. Wir haben hier nicht noch Paragus. Das heißt 40% auf den Angriff. Komm schon, Vegeta. Vegeta. Oh my yeah. Komm, komm, komm. Wir hatten auch eine gute Anzahl an Orbs, so ist nicht. Und komm, hau mir einen Crit raus. Bitte, 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 bitte. Bam! Raus mit dem. Schieb den zur Seite. Jawohl! Sehr wichtig. Guck mal. Aufgerundet 4 Millionen Crit, nur 2 Lebensbalken weggenommen. Unglaublich, dieses Event ist so genial. Es ist so ein geiles Event einfach. Die Frage ist, was soll ich machen? Ich glaube, ich werde jetzt abwechselnd Ghost Usher aktivieren. In der Runde dann drauf Whis. Dann habe ich für 2 Runden Whis und dann wieder Ghost Usher. Das wird meine Taktik sein. The Tactics. Genau das sind die Tactics. Wenn der schon so viel Schaden bekommt, der wird locker 100.000 bekommen. Durch den Auto-Attack. Und schaut her. Bam, raus mit dir. 139.000. Okay, die Message kam an. Ah, haben wir kein Thales drin, dann... Okay, hier aktiviere ich jetzt Ghost Usher, wie gesagt. Genau, weil dann... Und nächste Runde aktiviere ich dann Whis. Genau, das wird mein Plan sein. Active Skill behalte ich, weil ich keinen Supporter drin habe. Ghost Usher nicht vergessen. Yes, dankeschön. Und dann mache ich in der nächsten Runde Kombi mit Whis. Und mit dem Heal brauche ich gar nicht. Oh, aber trotzdem, Thales wird so viel Schaden bekommen. Trotz Whis, dessen bin ich mir sehr, sehr sicher. Egal, schauen wir mal. Wir sind noch im Game. Schade, dass hier kein Support ist. Ich habe noch den Excel von Vegeta. Das darf ich nicht vergessen. Absicht nicht aktiviert, weil wir keinen Support hier drin hatten. Annehmen. Evo Vegeta, my boy. My boy, Evo Vegeta. Junge, du bist es. Komm, hau mir eine Edition Super Attack raus. Let's go. Prince of Ossain. Vegeta. Evolution. Danke. Oh nein, 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 nein. Das ist jetzt halt das. Also Whis muss ich auf jeden Fall aktivieren. Aber Thales, der wird... Thales... Verdammt, wie mache ich das? Ich glaube, ich muss Transforming Vegeta ganz nach rechts stellen. Der bekommt da sehr viel Angriffe. Ich muss das leider so aufteilen. Evo Vegeta wird auf jeden Fall besser tanken als Thales. Thales wird so viel Schaden bekommen. Das wird so unglaublich gleich. Das werdet ihr sehen. Trotz Whis, ich bin mir sicher. Ich muss sie leider aufteilen. Verdammt. Ich muss es. Das ist jetzt, das ist mehr als Super Battleroad Niveau, finde ich. Das ist richtig geil. Ja, das ist, wenn wir auf Schaden ein bisschen einbüßen, weil die beiden Vegeta haben so gesehen nur fürs Battle, was sie an Schaden bekommen. Egal, Evo! Wenn du die Crit rausbekommst. Das ist Evolution, wie geht das genau das, Freunde? Ey, letzte Super, der wollte nicht triggern. Der hat noch nicht geultet. Weh, du ultest Thales. Weh. Ja, guck, der bekommt trotzdem viel Schaden. Trotz Whis. Aber deswegen. Nein! Nein! Der kann ja dodgen, verdammt nochmal. Ich hab die Super Attack gebraucht. Ich hab die Super Attack gebraucht. Was machst du? Oh, ich hab was vergessen. Ah, ich hab jetzt Whis aktiviert, richtig? Ja, ich wollte nämlich jetzt Ghost Usher aktivieren, aber nein, ich hab jetzt Whis aktiviert. Ich hab letzte Runde Whis aktiviert, richtig? Richtig, Freunde? Ich glaube schon. Ja, doch, doch, doch. Doch. Aber jetzt brauche ich noch mein Heal. Und wie sieht das Ganze aus? Okay, ganz nichts, bekomme ich sehr viel Angriff. Und ich muss Vegeta da einstellen. Der hat nämlich mehr Active Skill aktivieren jetzt aber. Genau, der hat nämlich mehr Verteidigung. Active Skill, komm schon, hau mir einen Crit raus. Du hast einen Dupe. Vegeta, let's go. Hey, wie geil und knapp das ist. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video sein wird, aber egal, das ist richtig, macht richtig Spaß. Sehr schön, 2 Millionen Kritten durch den Active Skill. Eine zusätzliche Schadensquelle nehmen wir an und mein Boy hat hier noch aber seine Ultra Super Attack für uns. Ich habe Whis aktiviert. Ja, habe ich. Also 2 Runden ist der Whis Buff. Paarung musst du trotzdem viel Schaden bekommen. Weniger als Thales sicherlich, weil wir noch den Verteidigungsboost haben. Ah, nein! Nein! Nein, wenn es daran scheitert, wenn es da... Gokus Angriff kam zwar durch, aber Vegeta hat halt einen Dupe, der hat einen Crit. Goku wird nicht so viel Schaden machen. Ja, wow. Nicht mal einen Balken verloren. Wenn es jetzt daran scheitert, im Endeffekt, dass er links und rechts alles dodgt, dann ist halt Ripperino. Aber nicht schlimm. Ich bin realistisch, wir gewinnen das. Wisst ihr warum? Ich aktiviere jetzt meinen Ghost Usher. Und in der nächsten Runde, also dann, nachdem ich Ghost Usher aktiviert habe,
Habe ich ihn... Ah, Thales, wieso tust du mir das an? Außer jetzt transformiert. Weil dann habe ich in der nächsten Runde die vierfachen und Transform Vegeta. Heißt, die Runde wird sehr gut tanken. Er hat noch zwei Balken. Ja, ja. Ich bin optimistisch. Nein, bitte. Gib mir die Orbs. Ich flehe dich anspielen. Ich war optimistisch. I don't wanna know. Ich brauche jede Super Attack, weil der dodgt auch alles, my boy. Er kann auch dodgen. Das hat er nicht gedodgt. Sehr schön. Ja, siehst du? Komm, ich brauche jeden Schaden. Aber es sollte eigentlich schaden. Ich will noch nicht sagen. Nee, komm, ich applaudiere jetzt schon mal. Ja, da bin ich selbstsicher. Klopf mir auf die Schulter, Freunde. Das ist geschafft. Durch die Tactics. Durch die Tactics ist das Ding durch. Der nächste Runde, gut, dass wir dann Transform Vegeta rausrotiert haben. Auf einmal tut er alles dodgen. Hört auf, hey. Kein schlechtes Omen. Jetzt, das wollte ich sehen. Wo sind die Orbs? Ich hasse dieses Spiel. Wo sind die Orbs? Ich flehe dich an. Ich werde trotzdem Vegeta links lassen. Der hat nämlich der Typenvorteil. Vierfach Vegeta, dein Angriff muss durchkommen. Ich flehe dich an. Dein Angriff muss durchkommen. Er darf das nicht dodgen. Es ist Kakarot. Nimm Kakarot. Bombt ihn einfach. Auch wenn er Ultra Instinkt hat. Nein, wir revanchieren uns jetzt. Vegeta gegen Kakarot. Gut, dass ich ihn nach links gestellt habe. Der tankt das nämlich sehr, sehr gut. Aber ja, ja, verdammt. Schwierig, wirklich. Er tankt nämlich sehr gut. Mein Angriff kam durch, ja. Crit. Siehst du, ich wusste es. Er tankt sehr gut. Du musst das beenden. Du musst keine Chance. Du musst das beenden. Nächste Runde ist kritisch. Cut. Ja, dann noch geschafft. Sehr schön, Freunde. Was für ein schönes Event. Zum ersten Mal verloren. Nochmal reinkommen, ein bisschen geändert. Aber ganz ehrlich, ich würde vielleicht auch auf komplett Supporter verzichten. Wenn ihr ein komplettes Team bauen könnt mit offensiv, defensiv starken Charakteren. Wirklich umso besser. Dann seid ihr einfach ein Typenvorteil. Dann habt ihr die Offensive und vor allem die Defensive. Weil die Supporter bekommen sehr viel Schaden. Puh, gut. Was ist jetzt los? Wo sind die Missions? Sehr schön, vielen Dank dafür, dass wir Evo Vegeta als Friend nehmen durften. Warte, ich habe nur eine Mission bekommen. Willst du mich veräppeln? Warte mal. Was? Man muss das 7-mal schaffen, damit man alles bekommt. Pro Mission bekommt man 5 Tickets für den Goku Day Banner und 5 Stones. Ich dachte, pro Phase, die man gewinnt, bekommt man das. Aber... nein! Wisst ihr was? Ich finde das nicht schlimm. Ich applaudiere hier nochmal an Dokkan Battle. Ich ziehe meinen Hut. Büt. Wisst ihr warum? Das ist genial. Schafft dieses Event mal 7-mal. Zum Glück hat es kein Stamina, aber ey. Geil. Ich finde das geil. Jetzt haben wir auch auf jeden Fall was zu tun. Das ist wirklich schöner Content. Schön schwierig für all die, dieses Mal... also ich habe da auch dazu gehört. Ich wollte schwierige Events. Hier ist ein schwieriges Event. Das freut mich sehr. Bis zu 7-mal das Ganze schaffen. Geil. Könnt mich gerne wissen, was ihr von dem Event haltet, Freunde. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann kannst du auf jeden Fall gerne ein Like geben. Lasst wissen, welchen Team ihr es geschafft habt. Speedy Gonzales und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.